Ja, meine Lieben, willkommen im Tag 18, willkommen am Pineview Drive. Die Vogelscheuche, so. Die Vogelscheuche hat sie gesehen. Ich habe die Vogelscheuche auch schon öfter gesehen. Ob jetzt durchs Fenster, weiß ich nicht, weil ich gucke an sich nicht raus. Aber, ja. Oder meinte sie jetzt, sie hat die Vogelscheuche direkt vor dem Fenster gesehen? Dass die also durch die Gegend gelaufen wäre? Ja. Wäre natürlich auch möglich. Ach Gott, den Weg, den bin ich so lange nicht mehr gegangen, den kenne ich gar nicht mehr. Dankeschön um die Zeit, Kinders. Wartet mal, ich muss mal was gucken. Ich kriege um 5.45 Uhr einen Kommentar. Hey, wer ist denn da so ein Frühaufsteher? Dankeschön. Das ist ja mal lustig. So. Batterie? Nee. So, ich war ja eben in dem Erdgeschoss drin. Da war aber nichts mehr. Da waren halt Batterien. Die habe ich mitgenommen. Und da wird dann auch jetzt kein Schlüssel mehr. Auf der anderen Seite sollte ich vielleicht doch nochmal nachgucken. Ach, ich drücke jetzt immer die falsche Taste dummerweise. Schwierig. Aber das war, nee, das war ja anderer Flügel, Erdgeschoss, ich depp. Das war ja andere, ach so, da kommen wir dann zum nächsten Flügel. Ja, diese fehlende Gradlinigkeit und die Veränderungen, die im späteren am Spiel durchgeführt wurden, erklärt natürlich irgendwo auch, kann sein, dass ich jetzt wieder falsch interpretiere, habe ich mit Ihnen gar nicht drüber gesprochen, aber erklärt natürlich auch, warum ich immer wieder im selben Zimmer anfangen muss. Oder würde es erklären. Nee, wenn dann, nee, warte mal, jetzt muss ich gehen. Okay, das war dieses Mal kein Kinderlachen. Das hat sich auch nach Kindern irgendwie angehört, aber das war kein Lachen. Das hat sich nach was anderem angehört. Das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal Tag 18 ist ja jetzt schon, damit haben wir schon deutlich über die Hälfte durch. Und könnte jetzt langsam der Aufbau zum Ende sein. Ja, dieses Tuckeln, das war dann quasi der Explorer. Der hat mir dann auch gesagt, weil ich den hier noch nebenbei aufhabe, damit ich den Namen eben richtig ausgesprochen habe. In der ersten Folge. So, das war genau. Wo bin ich denn hier? Ich muss mich orientieren. Wie du registrierst es als Veränderung. Genau, hier waren wir gewesen. Und hier gucken wir jetzt auch nochmal rein. Kerze machen wir mal an. Ja, was war das eben? Ich muss dann, glaube ich, nach der Folge nochmal genauer hinhören, wie sich das genauer angehört hat. Ich habe das Gefühl gehabt, da wäre neben mir etwas umgefallen. Also nicht umgefallen, sondern irgendwas hingefallen hier auf dem Boden. Ich habe mit Absicht jetzt nicht so heftig drauf reagiert. Kann auch jetzt einfach nur bei mir im Kopf gewesen sein. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Auch wenn ich hier... Ich weiß nicht, warum wir den aufmachen können. Also ich würde behaupten, dass jetzt Tag 18 so langsam aber sicher der Aufbau zum Ende kommt. Das ist deutlich über die Hälfte. Es hat ja in der letzten Zeit, in den letzten Ingame-Tagen, dass wir jetzt öfter mal von Schritten verfolgt wurden als zuvor. Da habe ich irgendwas gesehen. Achso, das könnte sein. Das ist wieder das Fernsehzimmer, da will ich nicht hin. Lass mal das Licht an. Da will ich nicht hin. Hopp.
Ja. Was habe ich ganz am Anfang noch gesagt? Alte Häuser sind ein Hobby von mir. Ja, und dann kommt mir da etwas, was ich gar nicht so wirklich registriert habe, entgegen. Das wird wohl eine Fledermaus gewesen sein. Das habe ich aber erst in dem Moment, wo sie schon quasi an mir vorbei war, registriert. Das ist auch lustig. Ja, okay. Ich verstehe. Ihr wollt mich ärgern. Macht noch weiter so. Dann kriege ich hier doch nochmal so einen Schreikrampf und verliere ihn darüber. Ich habe doch gar keinen Schlüssel. Leute, ich muss doch irgendwie wieder einen Schlüssel finden. Ja, also jetzt will mich das Spiel herausfordern. Ich merke das langsam. Jetzt wollen sie mich da echt herausfordern. Da sind die auch, war das jetzt schon eine Sache, wo die schon am Gang waren, oder war das eine Sache, die als Konzept vorliegt? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo das Spiel die erste Zeit nur von dir lernt. Nur lernt, wie du dich verhältst und aufgrund dessen die Angstprojektion durchführt. Also das, was dich halt ängstigen soll. Das finde ich geil. Das heißt, das Spiel, was da entweder schon am Gang ist oder noch als Konzept einfach nur zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich so, dass es erstmal guckt, wovor hast du Angst. Erschreck dich nicht. Ich weiß, da klingt ein Telefon. Ja. Kollege, ich habe immer so zum Telefon hingeguckt. Wieso erschreckst du dich? Nicht schön. Gar nicht schön. So. Mach Licht. Was? Schon wieder das Wohnen. Alle Wege führen zum Wohnzimmer. Ich schaffe das immer wieder, in das Wohnzimmer reinzulaufen. Das ist ehrlich. So, Linda. Also ich sag mal Linda. Lindas Zimmer. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Kollege? Ich war gar nicht im Jagdzimmer, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Das Jagdzimmer ist nämlich wo ganz woanders. Was erzählst du mir da? Na gut, ich gehe mal ins Jagdzimmer, wenn ich den Weg finde. Ich guck mal. Ich guck mal, ob ich den Weg finde. Auf jeden Fall muss ich nach unten. Das Jagdzimmer war auch im Erdgeschoss. Gehen wir mal nach unten und dann suchen wir uns mal einen Weg durch das Labyrinth der Türen. Dass wir ins Jagdzimmer gucken. Erzählt er mir, irgendwas war da eben zu sehen. Wenn der wüsste, was er mit eben meint, das ist ja schon eben mal ganz lange her. So. So, komm mal. Nein, lass das Licht an. Da passiert jetzt bestimmt wieder irgendwie so ein Aufblitzen und Schrecken. Nee, nee, das ist ganz falsch. Ja, das ist ganz falsch. Okay. Ich suche das Jagdzimmer. Also, keine Panik. Ach so, die Ecke, die habe ich schon wieder nicht gesehen. Da geht's nach oben, kann nicht richtig sein. Es sei denn, da geht's nach draußen. Na, warte mal, wenn es da nach draußen geht, dann komme ich doch hier rum. Wollen wir mal gucken? Nee. Oder doch hier und dann sind wir... Genau. Dann sind wir Fernsehzimmer. Das ist schon mal gar nicht so übel. Nein, hör auf umzuräumen. Der Clown ist wieder da. Hallo Clown. Ja, pst, genau. Hallo Clown. Der ist wieder da. Ich habe gesehen, so, jetzt sind wir aber im Jagdzimmer, wenn ich nicht irre. Ja. Okay, du hast hier irgendwas aufblitzen sehen. Hätte ich jetzt auch mal direkt in etwas reinlaufen können, aber sowas von, weil ich jetzt ziemlich spät erst gemerkt hatte, dass wir jetzt schon im Jagdzimmer sind. Was hast du denn hier aufblitzen sehen? Hast du die Blitze von draußen gesehen? Nein, das ist ja Peng.
mal Licht. Okay. Ja, aber ich bin noch im Jagdzimmer, Kollege. Was erzählst du mir denn da? So, und ich habe hier halt die Bücher. Mach mal Licht. Das Ding ist wieder geschlossen. Das hat man ja auch schon mal zwischendurch offen. Ja, ich könnte jetzt nach draußen gucken, aber ganz ehrlich, das traue ich mir nicht. Aber ich muss wohl, weil hier ist sonst nichts. Ja, na schön. Wisst ihr, was auch sein kann? Es kann natürlich sein, dass auf dem Weg zum Jagdzimmer. Aber der hatte, glaube ich, gesagt, im Jagdzimmer hätte er was aufblitzen sehen, ne? Da blitzt was. Nein. Doch Fußspuren. Fußspuren. Los. Zeigen. Wo gehen die denn hin? Jetzt sind sie weg. Da gehen sie. Und da gehen sie rein. Och, da komme ich doch her. Da komme ich doch her, Junge. Nicht schon wieder. Okay, nice. Ach, ihr immer mit euren Aufblitzen. Hallo, Clown. Genau, was ich nämlich gesehen hatte. Wie gesagt, ich gucke ja die anderen Let's Plays von anderen. Und wieso erschreckt er sich jetzt so? Ich habe mich doch noch nie erschreckt, wenn er sowas kam. Guckt mal, ihr könnt nämlich die Tröte töten. Na, das Geräusch kennt ihr, ne? Aus dem Heimgebrand, wo ich mal gesagt habe, Quietschähnchen. Oh Gott, jetzt hat sich meine ganze Kopfhaut aber sowas von angespannt. Okay, warte mal. Okay, an dem Vorhang. Moment. Nein, ich will nicht. An Schlüssel. Und das ist mal eine nette Idee, einen Schlüssel zu finden. Den Fußspuren folgen, auch nicht übel. Vor allen Dingen, ich hatte ja schon gesagt, nein, ich will da nicht, ich will da nicht, weil ich dachte, dass dort jetzt irgendwas passiert an dem Vorhang. Könnte ja keine Ahnung, dass da nur ein Schlüssel liegt. Na, okay. Dann gucken wir jetzt mal, zu welcher Tür der passt, aber da ging es nach draußen. Das ist mal Hose wie Jacke. Orientierungslichter sind noch an der ziemlich ausgeboostet. Wie schön. Zumindest diese eine nicht. Da waren wir auch schon drin. Da ging es nicht weiter. Da waren wir nicht drin. Da waren wir doch schon drin. Ja, vielleicht. Jetzt räumt er schon wieder hoch. Aufblitzen, dieses plötzliche mit diesen heftigen Geräuschen, das kann mal tatsächlich richtig arg erschrecken und manchmal überhaupt nicht. Und das ist schon oh, das gefällt mir. Die Truhe möchte ich haben, bitte. Möchte ich haben. Die sieht schön aus. Ich mag sowas. Aber noch so eine schöne Truhe. Aber die Halbrunde, die gefällt mir besser. Aha, aha. Ein Büchlein, ein Schlüssel, ich würde sagen Arbeitszimmer und ein Mikroskop, okay. Oh, ich nenne das mal Afrika-Zimmer. Ja. Und da ist auch ein Zettelchen, aber jetzt gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um, weil wir haben ja gelernt, das ist manchmal besser. Findet man noch so Streichhölzer und Batterien und ne, also ein Kram. Aber hier offensichtlich nicht mehr. Ich hoffe, der Entwickler sieht das genauso und sieht das hier als Afrika-Zimmer an und wenn der nächste Tipp kommt, ist es dann auch so. So, mal gucken. Aha. Okay. Das war jetzt echt mal, ich wollte mal gucken, ob die, ah, das ist das Blumenzimmer, okay. Also am Blumenzimmer ist das Afrika-Zimmer, wissen wir. Gut. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und, lasst das Zimmer nach oben da, ist auch gut. Lasst einen Daumen nach oben da und seid ihr zum ersten Mal auf meinen Kanal gekommen und es hat euch gefallen, dann ist Abonnieren eine ganz gute Idee, weil, nein, das ist kein Sprachfehler, das hat ein Abonnent gesagt.
Abonnieren ist das neue Abonnieren. Mhm. Also, bis dahin. Wir lesen und dann mache ich alles. Bye bye. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Ja, das kann nervig sein. Bye bye.